Gut, ja, spannend. Ich freue mich heute mal auf der anderen Seite zu sitzen, sagt man, glaube ich, obwohl ich auch da sitze, wo ich sonst sitze, aber heute mal in einer anderen Rolle. Sehr, sehr spannend und ich finde das Thema auch sehr spannend und freue mich total auf den Austausch mit euch. Genau, ich habe das mit Dominik vorbereitet. Wir werden uns gleich noch mal ein bisschen vorstellen, auch so ein bisschen, was wir geplant haben. Haben es aber versucht, so ja, plastisch eigentlich wie möglich zu machen. Wollen viel auch über uns sprechen und ja, dann natürlich auch mit euch, mit euren Erfahrungen und auch mit euren Fragen und so weiter. Insofern würde ich sagen, starten wir rein. Genau, also vom Inhalt würde ich ganz kurz starten mit einem kurzen Abriss zu Thema Sabbatical-Auszeit. Wo kommt es her? Was ist die Idee dahinter und so weiter? Ich gehe jetzt nicht zu sehr rein. Ich denke, für die meisten ist das auch klar. Dann wollen wir so ein bisschen einsteigen mit unseren beiden Geschichten. Also mein Sabbatical und Dominiks Auszeit und wollen dann danach nochmal so ein bisschen, ja, die Klammer zumachen. Ja, warum jetzt ein Leadership Sabbatical? Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus und wie kann man eigentlich damit anfangen? Ja, und dann gibt es in die Q&A, wo wir dann einsteigen können. Das ist der Plan für heute. Genau, vielleicht am Anfang ganz kurz ein bisschen was zu uns, damit ihr wisst, wer wir auch sind. Genau, ich bin in Berlin aufgewachsen, habe Informatik studiert, also technischen Background, habe lange als Softwareentwickler gearbeitet, bin dann in das ganze Thema Product reingewachsen, Product Owner. Mich hat immer sehr fasziniert, ja, wie Produkte eigentlich wirklich Usern helfen können. Bin auch dabei geblieben durch verschiedene Führungsrollen. Bin also nach wie vor eigentlich ein Produktmensch, denke in Produkten mehr. Hatte das Glück oder vielleicht auch nicht, aber ja, bin eigentlich schon immer mit agilen Methoden unterwegs. Bezeichne mich also als Agile Native. Engagiere mich hier in der BIDOS-Gruppe, versuche natürlich auch dort das Thema Agilität und die ganzen Facetten, die es dazu bringt, ja, auch immer wieder reinzubringen und auch immer wieder auf die aktuelle Gegebenheit anzuwenden. Ja. So, jetzt darfst du. Ja, danke. Danke für die Intro. Ich bin Dominik. Ich bin jetzt Berliner, bin aber in Franken aufgewachsen und habe im schönen Thüringen in Ilmenau studiert. Bin eigentlich studierter und promovierter Medientechnologe. Also ich habe einen Doktor in Elektrotechnik und Informationstechnik gemacht. Bin dann aber ganz viele wirre Wege gegangen. War dann lange Zeit User Researcher. Bei Mozilla wurde dann irgendwie so ein Data-Mensch. Also ich bin schon immer jemand, der so gut in Daten gedacht hat. Und bin dann immer mehr in diese Schnittmenge zwischen Nutzern und Daten gerutscht, wurde dann quasi immer mehr ein Produktmensch, aber sehr stark noch auf der analytischen, datengetriebenen Seite. Und hat vor 3 Jahren beschlossen, dass ich irgendwas anders machen muss, dass ich nochmal wachsen will und mich neu ausprobieren will. Bin seit 2,5 Jahren bei einem kanadisch-amerikanischen Startup, ursprünglich nur als Head of Data, und bin jetzt aber dort im Executive Team und arbeite dort als Head of Product mit einem Team, das voll remote ist. Mein Team überspannt 16 Zeitzonen, was so ein bisschen auch interessant ist und auch so ein bisschen in die Geschichte mit reinzählt oder reinspielt, die ich jetzt gleich erzählen werde. Ansonsten habe ich schon seit Jahren immer wieder remote gearbeitet, also auch schon in der Zeit bei Mozilla. Ich bin seit 10 Jahren quasi immer nur virtuell mit Leuten unterwegs. Und in meiner Freizeit bin ich Papa von 2 Kindern, 8 Jahre und 4 Jahre. Falls hier irgendwie aggressive Xylophontöne im Hintergrund zu hören sind, das sind die beiden. Und genau, ich werde heute die Geschichte erzählen, wie ich mehr Me-Time verschafft habe und mein Ansatz zum Sabbatical oder zu einer Auszeit ein ganz anderes sein als der von Johannes. Und ich hoffe, dass ihr aber beide da unterschiedliche Perspektiven mitbringen, die euch beiden
bei dir euch allen irgendwie nochmal so einen Einblick in auch das bringen, was in einem so vorgeht. Genau. Ja, wir wollen noch mal ein bisschen einsteigen. Wie Dominik gerade schon gesagt hat, Sabbatical werden wir ein bisschen weiter fassen, als es vielleicht jetzt ihr kennt und als es vielleicht oft auch gebraucht wird. Und genau, bevor wir aber loslegen, würden wir gerne noch mal eine kurze Umfrage machen. Dazu switche ich mal kurz hier. Ja. Genau, könnt ihr es sehen? Den Slido-Link? Ja. Sehr gut. Genau, ihr könnt es jetzt scannen oder wenn ihr unten einfach auf slido.com geht und dort die Nummer eintragt, könnt ihr kurz mal uns mitteilen, was euch bei dem Thema interessiert, weil dann würden wir einfach schauen, dass wir auch auf das eine oder andere noch mal mehr mit eingehen können. Genau, weil es soll natürlich auch das, was euch interessiert, auch Fokus finden hier. Okay, genau, also falls ihr noch schreibt, schreibt es gerne noch zu Ende. Wir lassen es auch offen, solange jetzt während des Vortrags und werden vielleicht nachher nochmal raufschauen, kurz bei der Q&A. Ich finde es sehr, sehr spannend. Einiges davon werden wir abdecken, vielleicht ein paar Sachen ein bisschen weniger, aber ich denke, haben wir ganz gut getroffen. Mit den Punkten. Gut, dann zurück. So, und hier mein okay. Genau, Leadership Sabbatical. Genau, vielleicht mal ganz grob so ein bisschen vom Ursprung, weil ich finde, den Ursprung, der ist extrem spannend und der bringt schon ganz, ganz viel mit und ich bin immer wieder verwundert, ja, wie alt das Thema eigentlich schon ist. Und zwar ursprünglich, das Thema Sabbatical kommt von Sabbat oder Shabbat aus dem Jüdischen, aus der Tora beziehungsweise dann auch der Bibel, aus den 10 Geboten. Und das ist halt der 7. Tag der Woche und es soll ein Ruhetag sozusagen die Woche sein, wo man keine Arbeit verrichten soll und stattdessen sich ausruhen soll. Und ganz spannend finde ich auch so die Formulierung schon drin, dass es eigentlich
ja, eine Institution ist, um nicht Sklave der Arbeit zu werden. Und ich glaube, mit dem Terminus können wir alle ganz gut was anfangen heute. Und insofern finde ich das ganz spannend, wie sich das so, ja, entwickelt hat. Ich meine, sicherlich war Sklave damals nochmal ein ganz anderes Wort, aber ja, wir können es auf jeden Fall auch was damit verbinden. Wenn wir mal weitergehen, davon abgeleitet ist dann das Sabbatjahr. Das ist also die Erweiterung dieses Grundgedanken des Sabbats, und zwar vor allen Dingen in der Landwirtschaft, wird auch heute noch verwendet. Nach 6 Jahren Bebauung liegt das Land dann ein Jahr brach, wo es sich erholen kann, wo aber auch so die Früchte für, sage ich mal, die Leute, die jetzt nicht so viel haben, also auch der soziale Gedanke im Prinzip mit drin war. Und die Idee dabei ist, eben nicht das Letzte herauszuholen auf kurze Sicht, auch nicht das Letzte von den Ressourcen der Erde, auch nicht das Letzte aus dem Kapital und auch nicht aus der Arbeitskraft der anderen, sondern eben dort wirklich auf ein langfristiges Ziel sozusagen hinzuarbeiten. Genau, das finde ich auch sehr spannend, gerade auch dieser Zeitraum von 6 Jahre Arbeit und dann am 7. Jahr dort ja, mal ein bisschen kürzer zu treten. Ich denke, das ist auch ein Zeitraum, wo viele von uns auch was damit anfangen können. Spannend ist dann, wann das ganze Thema Sabbatjahr oder Sabbatical dann wieder so richtig aufgegriffen wurde. Also schon länger bekannt ist das ganze Jahr an Universitäten, wo Universitätsprofessoren Forschungssemester eingelegt haben, also sowohl um neue Studien sozusagen vorzubereiten, aber eben auch um den Kopf frei zu bekommen, um, ja, wie heißt es so schön, eine Verjüngung zu machen. Also das heißt wirklich auch nochmal zu gucken, hey, wohin soll es gehen, wohin geht es mit der Welt und was sind eigentlich die spannenden Forschungsthemen. Dann in den 90er Jahren ist das dann Stück für Stück in die Unternehmenswelt mit reingebracht worden. Und ganz spannend ist, während so in Deutschland so 2008 noch circa 3% der Unternehmen Sabbaticals angeboten haben, sind wir dann bei 2017 schon bei 17%. Man kann aber auch sagen, erst bei 17%. Und seitdem hat sich sicherlich auch noch mal einiges getan. Jetzt gerade auch mit Corona ist es sicherlich auch noch mal ein sehr, sehr ja, interessantes Thema geworden, eben durch diese Belastung von Arbeit, Familie oder auch durch die Veränderung auf Arbeit, ja, wo dann eben auch ja, diese Ruhe, diese Auszeit sozusagen einfach auch ein wichtiger Punkt ist. Ganz spannend ist, dass es ganz unterschiedliche Motivationen gibt, die aber oftmals alles zu einem ähnlichen Ziel eigentlich führen. Also wirklich diese Ruhephase zu haben, natürlich mit unterschiedlicher Ausprägung, aber doch, sage ich mal, sehr ähnlich, sich rauszunehmen, ein Jahr oder eine gewisse Zeit und zu sich selbst wiederzukommen. Was auch sehr spannend ist, ist, dass ja, gerade beim Sabbatical sich eigentlich gezeigt hat, dass die Stressreduktion wirklich einen Langzeiteffekt hat. Also während man, wenn man Urlaube, sage ich mal, in gewisser Weise einen Erholungseffekt für kurze Zeit haben, ist das wirklich im Sabbatical, also wenn man wirklich mal rauskommt, dann auch längerfristig gegeben. Genau. Ja, Sabbatical haben wir mal übersetzt für uns als Zeit für die persönliche Erneuerung. Und wie ich schon gesagt habe, gibt es ganz viele unterschiedliche Ausrichtungen. Also Ruhe, Entschleunigung, Reflexion, Persönlichkeitsentwicklung, einfach auch die Energiespeicher auffüllen, Umrüstzeiten, also Zeiten wirklich der Veränderung, Zeiten für Kreativität, für Hobbys, Zeiten Neues zu lernen, neue Perspektiven auch zu bekommen, Zeit für Erlebnisse, aber auch Zeit für Familie und Beziehungen.
Und wir wollen euch da mal so mitnehmen jetzt in unsere beiden Geschichten, was uns vorangetrieben hat, wie wir eigentlich zu dem Thema gekommen sind. Für unsere Auszeit, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Zielpunkte und auch ein unterschiedlicher Weg. Aber genau das ist das, was wir auch so ein bisschen aufzeigen wollen, dass das halt nicht das eine ist, sondern das ist ganz, ganz breit und es kommt sehr auf einen persönlich drauf an. Ich starte mal. Genau, mein Sabbatical, Leadership Sabbatical im Berner Oberland. So, das war zu weit. Genau, mein Sabbatical ist gestartet im April 2021, jetzt dieses Jahr. Es wird tatsächlich ein Jahr dauern. Und ich will euch da mal ein bisschen mitnehmen. Aktuell bin ich hier in einem, ich habe mal in Anführungsstrichen geschrieben, Tourismus-Startup. Hier unten seht ihr, das ist unser Haus, was wir hier haben. Es sind ungefähr 26 Zimmer mit Seminarräumen und Gruppenräumen hier im Berner Oberland gelegen am Thuner See, den ihr im Hintergrund auch sehen könnt. Es ist ein kleines Sozialunternehmen mit einem kleinen, aber sehr feinen Team. Und wir haben das Glück, dass wir, ja, ich nenne es mal jetzt Family Private Equity gefounded sind. Heißt also, dass ja, aus einem Familienbusiness heraus im Prinzip wir das betreiben können und dadurch ja eine gewisse Finanzierung haben auch. Genau, für mich same thing different. Also das heißt, doch irgendwie ähnlich zu dem, was ich bisher auch getan habe. Also Vision, Strategie, Roadmap sind mir ganz und gar nicht fern. Und genau, das mache ich hier auch, aber alles viel, viel näher dran. Es ist ein viel kleineres Team, schnellere Entscheidungen, direkte Auswirkungen, auch das ganze Thema B2C. Ich war vorher viel im B2B-Bereich, jetzt direkt mit den Gästen hier Kontakt zu haben, mit denen ja auch gemeinsam zu überlegen, was kann man hier noch machen, Feedback zu bekommen, was nehmen Sie mit, was finden Sie so toll hier und dort im Prinzip das ja auch am Produkt zu bauen letztendlich. Für mich bedeutet das, wir sind natürlich 24/7 und 365 Tage offen. Das heißt also, es ist eine gewisse ja, Erreichbarkeit immer gegeben und trotzdem ist für mich viel, viel Zeit zum Freigestalten hier. Es sind, wie gesagt, kurze Wege mit dem Team. Und trotz dessen, dass man hier, also wir wohnen direkt im Haus, trotz dessen, dass immer auch was zu tun gibt, ist es eben die Möglichkeit, wirklich auch mal nachmittags ja, mal auf den Berg hochzuwandern oder sich einfach mal rauszunehmen und stattdessen dann abends nochmal was zu machen oder so. Und was natürlich auch extrem spannend und hilfreich ist, sind die vielen spannenden Begegnungen hier, die einen einfach auch oder die mich ganz persönlich auch weiterbringen. Genau, ich will euch noch mal kurz ein bisschen durch so die Phasen mal durchnehmen, die sich bei mir so entwickelt haben. Also die erste Phase war so die Awareness. Für mich hat sich herausgestellt, dass eigentlich ja für mich so ein Dreijahreszyklus eigentlich spannend ist, wo ich Aufgaben übernehme. Der ist das erste Jahr oft, dass ich die Aufgabe dann kennenlerne, mich reinarbeite, das zweite Jahr, dass ich dann da wirklich durchstarte und das dritte Jahr eigentlich dann schon auch wieder abgebe und gucken, was Neues ist. Und bei dem letzten Zyklus war einfach für mich ganz persönlich die Frage aufgekommen, ja, wie geht es jetzt weiter? Die Wege, die sich da jetzt bei uns in der Firma ergeben haben, haben nicht so ganz gepasst. Und ich habe eigentlich gemerkt auch, dass ich eigentlich weniger Abhängigkeiten möchte und mehr Freiheiten. Die Situation
war diese, dass es einfach eine wahnsinnig hohe Leistungsspanne gibt, die wir als Führungskräfte im Prinzip abgedeckt haben von Produkt, Production, People und hatten eigentlich wirklich Back-to-Back-Meetings, also den ganzen Tag durchgeplant. Wir hatten auf der einen Seite sehr viele, aber auch sehr wenige Entscheidungskompetenzen. Ist dadurch geschuldet, dass wir geschaut haben, wie wir als Leitungsteam das machen können. Und da muss man natürlich schauen, wie kann man sich da gut aufteilen. Das hat nicht immer ganz so gut geklappt. Es hat für mich auch oft bedeutet, dass man mehr managen in die Breite geht, als wirklich auch in die Tiefe dann Themen, strategische Themen sozusagen vorangehen kann. Und hat sich einfach bei mir ganz persönlich auch gezeigt, dass dadurch auch eine persönliche Unzufriedenheit eigentlich entstanden ist oder die persönliche Zufriedenheit auch gesunken ist. Und ich dann auch gemerkt habe, dass eigentlich auch meine Führungseffizienz, also wie kann ich auch führen, was hat das sozusagen für Folgen auch, wie wirksam ist das, dass das auch enorm drunter gelitten hat, was dann natürlich auch wieder zu Unzufriedenheit geführt hat. Und so habe ich mir überlegt, wie kann es weitergehen, ohne jetzt faule Kompromisse eingehen zu müssen in der Firma. Und so kam das Thema Auszeit das erste Mal eigentlich so in den Gedanken. Danach hat sich eine Phase des Austauschens und des Durchdenkens eigentlich angeschlossen. Das heißt, ich war viel im Austausch mit dem Vorgesetzten. Es waren sehr gute Gespräche. Auch wenn nicht immer klar war, wohin das Ganze führt. Und als es dann aber konkreter wurde, habe ich auch sehr viel Unterstützung dort bekommen und habe das einfach als sehr, sehr positiv empfunden, dort auch trotz der Unsicherheit, trotz der Unklarheit eigentlich ins Gespräch zu gehen und dann zum Schluss auch gemeinsam das Wie letztendlich zu gestalten und dann auch zu kommunizieren. Der zweite wichtige Punkt war natürlich auch der Austausch mit meiner Frau. Dort habe ich sehr viel Ermutigung erfahren, dort auch einen Schritt zu gehen, viel Offenheit, auch selbst, auch gemeinsam was auszuprobieren und natürlich dann auch die Freiheit, auch meine Entscheidung so treffen zu können, wie es gut ist. Und der letzte Punkt, der da an der Stelle wirklich wichtig war, ist, sich einfach auch offen für Möglichkeiten zu zeigen. Also, dass ich wirklich auch viele Gespräche auch mit Freunden drüber gesprochen habe. Manche haben es verstanden, manche nicht. Und trotzdem haben mich diese Gespräche auch weitergebracht. Und es haben sich durchaus einige Möglichkeiten ergeben, die nicht immer gepasst haben. Aber Stück für Stück hat sich dann was rauskristallisiert es hat auch seine Zeit gebraucht. Anschließend kam dann eine Phase des Vorbereitens und des Entscheidens dann auch. Ich habe geschaut, dass ich in das Projekt reinschnuppere. Also ich habe das Projekt auch remote begleitet seit Anfang Herbst 2019. Wir waren dann hier vor Ort, als das gestartet ist, Neujahr 2020, und haben die ersten Schritte gemeinsam gemacht. Danach dann remote ganz viel begleitet, das Gründerteam hier, wie das Ganze aufzusetzen ist. Und waren dann 3 Wochen Urlaub noch in der Schweiz, wo meine Frau nach wie vor sagt, es war doch gar kein Urlaub. Und das war aber trotzdem wichtig, weil wir dort testen konnten einfach, ist die Basis da, ist ein gleiches Verständnis dafür da, würde das klappen und passt der Kontext auch, um meine Ziele, die ich in einem Sabbatical habe, sozusagen auch umsetzen zu können. Und dann kam es eigentlich in einer regelmäßigen Kommunikation, ging es dann weiter, wo wir dann Stück für Stück das Thema vorangetrieben haben, Fragen geklärt haben und letztendlich dann im Dezember 2020 dann auch die Entscheidung getroffen, das zu machen. Genau, im Anschluss ging es dann weiter, die Phase des Planens. Und da ist natürlich die Frage erstmal, wie soll das Sabbatical aussehen? Also wie viel Zeit will ich für mich? Wie viel Zeit will ich aber auch in
ja, Themen, die mich einfach auch interessieren, wie zum Beispiel ja, die Horizonterweiterung, mal in eine ganz andere Branche reinzuschnuppern, ein ganz anderes Unternehmenssetting reinzugehen. Und haben uns dann entschieden zu sagen, ich fange Fulltime an hier im Business, was in der Schweiz 42 Stunden bedeutet, und gehe dann Stück für Stück runter. Und das hat sich, wie ich finde, auch ganz gut bewerkstelligt, denn gerade am Anfang war es wichtig, Alignment zu haben, auch eine Verlässlichkeit zu haben, gerade unheimlich wichtig. Freiheit und bei der Ausgestaltung der Prozesse zu haben und dafür aber auch eine ja, Verantwortung, die ich dann auch übernehme. Und letztendlich natürlich auch eine Zeit der Retrospektive und der strategischen Ausrichtung. Das waren einfach Punkte, die wir dann im Vorfeld auch geklärt haben, Erwartungshaltung, ob sie da bereit sind, ob ja, ich das auch leisten kann. Und genau, haben dann gesagt, ja, das passt so, haben die notwendigen Entscheidungen getroffen und sind dann gestartet. Genau, zum Schluss dann die Phase 5, das Umsetzen und das Reflektieren. Für mich beim Umsetzen hat sich rauskristallisiert, dass es ja hier wirklich eine Zeit der persönlichen Ruhe ist. Auch wenn, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir wahnsinnig viel zu tun haben und trotzdem die Möglichkeit, aber ja, die Ruhe zu finden, die es hier auch gibt. Ich habe für mich eine feste Morgenroutine installiert mit Meditation, mit Wandern, mit Lesen, die für mich einfach wichtig ist und wo ich auch die Zeit hatte, die es Stück für Stück auch einzuüben. Das Unterwegssein in der Natur, dort auch zu merken, hey, das, wie viel Kraft einen das gibt, die Zeit für die persönliche Reflexion zu schauen, wo reagiere ich genervt und ja, wo höre ich vielleicht auch ja, zu wenig zu, wo muss ich vielleicht noch mehr verstehen, welche Prioritäten setze ich, das sind alles so Fragen, für die ich mal Zeit hatte, dort in der Reflexion und die mich auch persönlich weitergebracht haben. Und, nicht, und am Ende natürlich auch das Weitergeben, das Coaching und zu merken einfach auch, wie viel man auch geben kann. Und genau. Und jetzt letztendlich auch zu gucken, neugierig zu sein, was danach kommt. Genau, das war so ein bisschen meine persönliche Reise, meine persönlichen Schritte auf mein Sabbatical hier im Berner Oberland. Und genau, jetzt gebe ich mal an Dominik, der, wie gesagt, mal eine ganz andere Perspektive, auch eine ganz andere Geschichte hat. Danke, Johannes. Ja, ihr werdet gleich merken, dass meine Geschichte ganz anders ist. Vielleicht auch mit viel mehr extremen Emotionen verbunden, auch von meiner Seite. Aber um zu verstehen, wie es zu meinem Wunsch und zu meiner Maßnahme für mehr Me-Time, und ich habe das auch gerade irgendwie in der Umfrage gelesen, wie schafft man mehr Me-Time, und genau darum geht es in meiner Geschichte, ist es ein bisschen wichtig zu verstehen, wie alles begann. Dazu gehe ich so 2,5 Jahre zurück. Ich hatte gerade damals eine 3-monatige Auszeit genommen, nachdem ich Mozilla verlassen hatte, um so ein bisschen zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich als nächstes tun. Und für mich war damals klar, dass ich einen Job will, in dem ich mich nochmal ausprobieren kann. Ich habe damals immer gesagt, ich brauche mir so einen Job, wo ich mich nochmal irgendwie neu fühlen kann und neu ausloten kann, was ich denn alles tun möchte und was ich zu leisten imstande bin. Und bin dann über Kontakte in ein kanadisches Startup gegangen, auch im B2B-Kontext. Wir heißen Valence. Und habe dort erst angefangen als Product Data Owner, Produktmanager und für AI im Hintergrund, für so ein Personal Coaching AI, die wir entwickelt haben. Und habe das ein Jahr lang gemacht und dann kam Corona. Und es war total spannend, weil ich komme gerade aus Kanada zurück. Und das letzte Mal, als ich in Kanada war, bei meinem Team,
Das war in der Woche, in der Trump die Grenzen geschlossen hat, 8. bis 14. März 2020, und in dem irgendwie alles eskalierte. Und in der Zeit fängt es jetzt auch so an, dass ich jetzt meine Geschichte erzählen will. Damals waren wir ein relativ kleines Startup. Es ging uns aber allen ging uns ziemlich gut. Wir hatten das erste Mal das Gefühl, wir hatten so Product Market Fit, waren damals aber noch in einem ganz anderen Gebiet unterwegs und haben große Transformationsprozesse in Fortune 500 Unternehmen begleitet mit unserer Software. Und es war gut. Und von einem Tag auf den anderen brach dann alles zusammen, weil plötzlich keinen. Hast du doch das vorher gelassen, Johannes? Genau, auf jeden Fall durch Corona viele Leute verloren. Wir hatten kein Product Market Fit mehr. Und für mich war das aber irgendwie auch eine positive Entwicklung, weil ich dann gefragt wurde von unserem CEO, ob ich nicht ins Leadership-Team mit aufsteigen wollen würde und ob ich nicht die Rolle des Head of Product mit übernehmen würde. Und ich fand das damals total spannend, auch wirklich die Verantwortung zu haben, so diesen Product Pivot durchzuziehen, das Produkt neu zu erfinden, ein neues Team zu hiren, neue Leute zu coachen, daran zu wachsen. Aber auf der anderen Seite haben sich immer mehr so dunkle Wolken um mich herum aufgebaut. Und für mich ging das Ganze so los im Januar 2021, dass ich irgendwie gemerkt habe, es wird immer dunkler um mich. Und so im Nachhinein zeichne ich so den Januar bis Mai so als die dunkelste Phase meines Lebens. Und ganz konkret begann dann alles an einem Tag im März, als plötzlich alles um mich herum zusammenbrach. Kannst gerne weitergehen. Und ich will euch jetzt so ein bisschen mitnehmen auf eine Reise, die ich ganz viel auch mit einem Coach, mit dem ich seit März zusammenarbeite, unternommen habe. Und viele der Erkenntnisse, die ich euch jetzt präsentiere, wie ich zu mehr Me-Time kam, die Erkenntnisse habe ich quasi erst mit der Zeit erlangt. Und ich hoffe, dass es für manche von euch interessant ist, die jetzt schon zu hören, bevor es vielleicht zu spät ist. Das alles begann an einem Tag im März und es war, glaube ich, irgendwie ein Tag, da hatte gerade die Kita wieder geschlossen, die Kinder kamen heim vom Homeschooling. Es war irgendwie was auf Arbeit und irgendwann brach alles in mir zusammen und ich saß 2 Stunden lang heulend vorm Bildschirm und konnte nichts mehr tun. Und für mich war das so der Punkt, an dem ich gemerkt habe, so, ich muss jetzt irgendwie die Notbremse ziehen. Und ich finde, dieser Tag war im Nachhinein irgendwie ein super trauriger Tag für mich, aber auch so der Tag, an dem, was Johannes auch so dieses Awareness genannt hat, an dem ganz viel Awareness irgendwie entstanden ist. Und diese Awareness für mich bedeutete wirklich, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass es ganz viele interne, familiäre, so im Privaten, aber auch externe Einflussfaktoren, so auf den Beruf, den Erwartungen an mich in meiner Rolle als Product Owner, mit der Erwartung im Leadership-Team, mit dem Druck, irgendwie Geld zu generieren, Team zu wachsen, neue Produkte zu bauen. Ich kam mir vor wie so eine Marionette. Es gab ganz viele Leute ja, ganz viele Leute, die irgendwie an mir gezogen haben und irgendwas von mir wollten. Und ich habe dann an dem Tag irgendwie gemerkt, dass ich total den Connect, so die Verbindung zu mir persönlich verloren habe. Und dieses Gefühl des Ferngesteuertseins hat für mich auch dann bedeutet, dass ich wirklich keine Möglichkeit gesehen habe, so ein bisschen Abhilfe zu schaffen, weil so ein bisschen Abhilfe schaffen war für mich in dem Tag klar, wird keine Veränderung bringen. Und daher hatte ich dann an dem Tag den Entschluss gefasst, alles zu eskalieren, bevor alles um mich herum eskaliert. Und habe dann erst eine E-Mail ans Leadership-Team, an den CEO und die anderen aus dem Leadership-Team geschrieben, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und dass ich einfach mehr Zeit brauche, um mit mir in Verbindung zu bleiben. Aber auch gleichzeitig klar gemacht, dass es nicht bedeutet, dass ich das Team verlassen will oder dass ich jetzt kündige, sondern dass ich große Hoffnung darin habe, dass man eine Möglichkeit findet, beides unter einen Hut zu bringen. Und diese Me-Time, von der ich euch jetzt erzähle, das ist so ein bisschen so On-the-Job-Approach, wie man es schafft, sich wieder zu finden und gleichzeitig aber den Job weitermachen zu können. Und kannst du auf den Schritt 2, genau. Und was für mich ganz wichtig war von Anfang an und was auch der Coach ganz viel mit mir erarbeitet hat, ist wirklich so der Punkt, fang bei dir selbst an, denn es geht um dich.
Und das ist so die Reflexion hin, dass das, was da passiert ist und dieses Gefühl des Ferngesteuertseins und diese vielen externen und internen Einflussfaktoren, dass das keine Schwäche ist. Und das war etwas, was ganz lange bei mir gebraucht hat, irgendwie zu sitzen, dass dieser Punkt, an dem ich war, an dem ich angelangt war, dass das keine Schwäche ist und dass es eben jedem passieren kann und dass wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Leute zu dem Zeitpunkt, Hochphase der, weiß nicht, dritten Welle, mit ganz viel Homeschooling und sonstigen Umgebungsfaktoren in einer ähnlichen Lage waren. Und was ich ganz schnell versucht habe, in den Griff zu bekommen, ist, mich damit zu beschäftigen, was denn so diese Stressfaktoren auf Arbeit und was die Stressfaktoren im Privaten sind, die für mich dieses Ferngesteuertsein, diesen Disconnect zu mir selber mit sich gebracht haben. Und für mich stand immer die Frage im Raum, was brauche ich jetzt? Und das war auch das, was ich als ersten Punkt dann weiterhin anführen will, ist so, fang bei dir selbst an und sei auch ganz offen gegenüber der Führungskraft, mit der du das besprichst und sag so, dadurch, dass es keine Schwäche ist, gibt es einfach bestimmte Constraints, die ich im Moment habe. Und diese Constraints sind diese und jene. Und es ist ganz wichtig, die aber benennen zu können, auch wenn es wirklich schwer ist und wehtut, manchmal die zu benennen. Und was mir dann extrem gut geholfen hat, war, möglichst schnell auch konkrete Aktionen zu übernehmen in diesem ersten Status. Sich wirklich zu fragen, wie schaffe ich es, zusammen mit der Firma und mit mir mehr Me-Time zu ermöglichen. Und am Anfang waren es ganz kleine Schritte, die sich aus dem ergeben haben, was ich so aufgeschrieben habe. Und ich, so als Beispiel, was wir uns geeinigt haben, so im Sinne des Sabbats habe ich für die ersten 8 Wochen, 10 Wochen jeden Freitag freigenommen. Das heißt, ich habe umgeschwenkt auf eine 4-Tage-Woche, was im Startup jetzt irgendwie keine große Stundenreduktion bedeutet, aber zumindest irgendwie so einen Tag, an dem ich nicht verfügbar sein muss. Wir haben uns auch ganz stark damit beschäftigt, ich und meine Führungskraft, unser CEO, durch welche Skills ich eigentlich Werte schaffe im Unternehmen und wie ich es jetzt auch schaffe, irgendwie auf das mich fokussieren zu können, wodurch ich wirklich so Werte fürs Unternehmen bringe. Und für mich waren das so Innovationssachen, das Produkt neu zu durchdenken, diesen Product Pivot, der gerade eben im Laufen war, neu zu durchdenken. Und ich habe dann ganz viel Zeit bekommen und habe das dann immer mit einem täglichen Laufen gehen oder Radfahren verbunden, habe ganz viele so Podcasts gehört, mich mit Leuten unterhalten, ganz viele Leute interviewt, weil das für mich so ein Punkt war, der mir total viel Kraft gegeben hat. Was aber auch bedeutet ist, dass ich ziemlich konkret war dem gegenüber, was mir die Energie geraubt hat. Und das waren viele, weil ich bin leider nicht der große Prozessleiter, war vieles so der Prozessarbeit, der Prozesskonstruktion, HR-Sachen, Personalsachen und vor allem dann auch so Arbeiten, die ich erledigt habe, die auch andere erledigen könnten. Und das war auch so der zweite Punkt, was wir als Sofortmaßnahme eingestellt haben. Wir haben ziemlich schnell 2, 3 Contractor geheiert, die mir einfach Arbeit abgenommen haben. Wir haben 2 Design Contractors geheiert und einen Product Analyst, der wirklich die alle 3 extrem viel Arbeit mir abgenommen haben. Und was für mich aber auch immer wichtig war, ist so, welche Trade-offs wollen wir denn eingehen in dem Moment? So geringere Velocity, weniger Verfügbarkeit von meiner Seite, weniger Coaching für meine Mitarbeiter. Das war für mich so der erste Punkt. Und ich glaube, das hat im Nachhinein ganz, ganz viel in der Verbindung zwischen mir und meinem Chef und zwischen mir und dem Leadership-Team oder auch zwischen mir und meinem Team ausgemacht. Und von diesen ersten Sofortmaßnahmen, Johannes, wenn du magst, kannst du zu Schritt 3 gehen, ging es dann für mich in die große Phase des Beobachtens und des für mich wieder neu kennenlernens für mich persönlich und für dieses Schaffen dieser Me-Time. Ich war jetzt in einem Punkt, wo ich jeden Freitag frei hatte, wo ich viele meiner der Sachen, die mich belastet haben, im Job irgendwie abgeben konnte, wo wir auch privat
viel Entlastung erfahren haben durch unterschiedliche Zuschüsse und Hilfe, also auch von Freunden und so, wo ich das auch alles sehr, sehr offen kommuniziert habe. Und für mich wurde dadurch immer irgendwie klarer, was denn, also durch diese ganzen Maßnahmen, die Gespräche, die Zeit, die ich für mich geschaffen habe, hatte ich Zeit wirklich dafür zu reflektieren, was denn meine eigentlichen Constraints sind und was es ausmacht für mich in meiner Rolle und was es ausmacht für mich als Familienvater und wie ich diese ganzen Sachen irgendwie neu unter einen Hut bringen kann. Und Sachen, und was mir dann da wirklich gut getan hat und womit ich irgendwie angefangen habe, ist, dass ich Normen geschaffen habe, die wir dann innerhalb der Familie organisiert haben und die wir aber auch innerhalb der Firma organisiert haben. Und das ist zum Beispiel irgendwie eine ganz einfache Sache, irgendwie ein Kalendermanagement, um sich einfach Freiräume im Kalender zu blocken. Die sind alle rot markiert mittlerweile bei mir im Kalender. Und es gibt einfach die Norm, so wenn Dominik irgendwie einen Zeitslot rot markiert, dann bitte den Dominik da nicht stören. Das ist wirklich ernst gemeint. Und wenn Dominik irgendwie einen Zeitraum gelb markiert, dann heißt es, dass man vorher anfragen kann, wenn man da ein Meeting reinbucht. Dann ist es vielleicht ein bisschen tricky und ich bin vielleicht irgendwie am Telefon, weil ich eben unterwegs bin. Aber dann kann man mich noch erreichen. Und so ganz kleine Schritte haben dann wirklich das auch für mich ermöglicht, immer mehr Freiräume zu schaffen, die ich dann auch für mich nutzen konnte, ohne einen großen Einfluss auf die Firma zu haben. Das Gleiche haben wir auch hier mit der Familie gemacht. Das heißt so, was sind so die, wie schaffe ich es auch Freiraum von der Familie zu bekommen? Wie sind da die Regeln? Wie wollen wir das verändern? Und ja, genau, diese Normen existieren immer noch und das ist für mich so eins der großen Takeaways dieser Me-Time. Was mir aber auch irgendwie geholfen hat danach, war zu wissen, dass man in der Situation nie alleine ist und dass es auch die anderen eher als positiv, also alle im Unternehmen, manche mehr, manche weniger, manche direkter, manche indirekter, als extrem positiv empfunden haben, so diese Vulnerability, die ich da irgendwie gezeigt habe, aber auch so die Offenheit, mit der ich mit dieser Situation umgegangen bin. Und dieses Commitment alle zu sagen, dass ich die Firma verlasse, ist nicht die Lösung des Problems, sondern wir hängen irgendwie alle drin. Und was dann so diese Auseinandersetzung mit dieser Situation für alle ermöglicht hat, ist, glaube ich, dass alle in meinem Team, die auch jetzt immer noch mit mir arbeiten, aber auch alle im Leadership-Team, inklusive meinem CEO, an dieser Sache irgendwie gewachsen sind. Die Leute in meinem Team, alle sehr, sehr jung, wie es halt so in einem Startup ist, alle noch ein bisschen grün hinter den Ohren damals, waren von einem Tag auf den anderen gefordert, Sachen zu tun, die sie wahrscheinlich in einer normalen Karriere vielleicht irgendwie in 2, 3 Jahren tun würden. Die mussten alle super über sich hinauswachsen. Aber wir haben natürlich, wir haben aber in der Zeit irgendwie Prozesse gebildet innerhalb unserer Produktmaschine, die jetzt immer noch Bestand haben und die von vielen externen Leuten als Vorbild angesehen werden für ihre eigene Rolle. Wir haben Prozesse geschaffen in der Zusammenarbeit im Leadership-Team, wie wir viel offener miteinander und wie viel mit mehr Vulnerability miteinander umgehen wollen, weil es letztlich nicht nur mich betraf, sondern auch andere im Leadership-Team, die in ähnlichen Situationen waren. Und auch so dieses zu beobachten, dass andere es auch als positiv empfinden, was so an Begleiterscheinungen aus dieser Situation heraus entsteht. Das ist auch etwas, was mich sehr stark zu mir zurückgebracht hat und mich sehr stark neu definiert hat. Und was mir letztlich, wir haben es auf der ersten Folie gesehen, dann auch trotzdem viel gebracht hat, ist, dass ich, also das war jetzt so die Phase Mai, Juni, Juli, dass ich dann im Juli wirklich 4 Wochen Auszeit genommen habe, meine Familie mit nach Island genommen habe und keinen Computer, kein Handy auf Island mit dabei hatte, keinen Work-Contact. Und sich alle daran gehalten haben und es wirklich für mich so der Punkt war, an dem ich nochmal ganz viel über mich nachdenken konnte. Und das ist jetzt auch so der Schritt 4, an dem ich jetzt gerade bin,
Das ist wirklich für mich der Punkt, den ich so als you first bezeichnet oder me first bezeichnet habe. Und was ich so ab Island, ab dem Sommer bis jetzt hinein mitgenommen habe aus dieser Phase, ist, dass ich jetzt nach vorne blicken kann mit allen Leuten, die mit mir durch diese Phase gegangen sind und mit allen daraus irgendwie Lehren ableiten kann. Und für mich hat sich wirklich gezeigt, dass das ist offensive Aufzeigen von privaten und beruflichen Constraints für mich am meisten Fortschritt bringt. Und ich mache das nach wie vor auch. Also ganz offen darüber zu kommunizieren, wann ich wie arbeite, wann die Familie irgendwie Vorrang hat vor der Arbeit. Ich war jetzt gerade irgendwie auf Dienstreise. Die Gestaltung dieser Dienstreise, wann ich nach Kanada komme und wie das am besten mit Familie vereinbar ist, zu welchen Zeiten. Da bin ich wirklich mittlerweile ganz offen, weil ich mir denke, in der Rolle, in der ich habe und in der Verantwortung, die ich als Führungskraft im Unternehmen habe, muss ich auch, habe ich gelernt, dass ich nur dann, wenn ich offen über diese Constraints kommuniziere und wenn jeder die weiß, dass ich auch nur dann irgendwie so mit Full Permission, wie die Amerikaner das immer irgendwie nennen, in meiner Rolle arbeiten kann. Diese ganze Kommunikation, Offenheit schafft auf jeden Fall auch Klarheit und definiert Erwartungshaltungen ans Team und im Team und schafft aber auch Klarheit darüber und gegenüber der Führungskraft, das Verhältnis zwischen mir und dem CEO deutlich zu kalibrieren und zu definieren und Wege, Mittel, Normen und Ansätze zu finden, wie man besser miteinander kommunizieren kann. Und es war wirklich am Anfang hart, weil ich selbst bin ein sehr emotionaler Typ. Mein CEO ist ein sehr analytischer Typ und der hat keine Familie. Wir anderen aus dem Leadership-Team haben Familie und es war schon am Anfang schwierig, ihn von meiner Situation zu überzeugen. Und es war im Nachhinein gut, ihn so auf meine Reise mitzunehmen und immer wieder auch so Einblicke in mein Seelenleben und in meinen den Zustand meiner Verknüpfung mit mir selbst aufzuzeigen, weil er, glaube ich, dadurch auch sehr deutlich gelernt hat, worum es mir eigentlich geht. Und mit genügend Abstand wird dann auch vieles klarer. Und eine Frage, die immer wieder aufkommt, ist, hat das Unternehmen dann auch davon profitiert, mir mehr Auszeit zu gönnen? Und die Frage kann ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Weil wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen zusammenfassend drüber hinwegschaut, Johannes, kannst gerne noch eine Folie weitermachen. Was mir persönlich geholfen hat, dann ist es auch eine Frage oder eine Betrachtung dessen, wie es dem Unternehmen geholfen hat. Was mir auf jeden Fall persönlich geholfen hat, ist, die Lage richtig zu kommunizieren und wirklich auch mir im Klaren zu sein und immer wieder klar zu kommunizieren, dass dieser Verbindungsabbruch, den ich zu mir hatte, nichts mit meinen Skills zu tun hat. Also man ist ja in der Führungsrolle und man arbeitet in diesem Unternehmen und man ist erfolgreich in seinem Job, weil man gewisse Skills hat, die man in den Job einbringt, weil man Werte schafft für das Unternehmen, die halt kein anderer schafft. Darum hat man ja diese Rolle. Und das hat nichts mit meinem emotionalen Gemütszustand zu tun, mit meiner Verknüpfung mit mir gegenüber. Und so diese Kommunikation, dass ich weiterhin Wert schaffen kann für die Firma und dass wir alle weiter zusammenarbeiten können, auch wenn ich weniger verfügbar bin oder mich mehr mit mir selbst beschäftige. Das war auf jeden Fall total wichtig. Damit ist auch wirklich miteinander verbunden, die Erwartungen gegenüber den Mitarbeitern zu kommunizieren und auch klarzustellen, dass viele Mitarbeiter in so einer Phase dann auch über sich hinaus wachsen müssen und Verantwortung übernehmen müssen. Und für mich hat sich auch gezeigt, Skills von Mitarbeitern gezielt einzusetzen, um Lösungen zu schaffen. Also zum Beispiel die Leute, die gut in Prozessen sind, wirklich forciert auf das Thema Prozesse anzusetzen, die Leute, die Interesse hatten, weiter an Innovationsthemen zu arbeiten, noch stärker in Innovationsthemen mit reinzunehmen und die weiter mit anzuheben. Und von daher war für mich auch das der Punkt, dass ich gesehen habe, dass eben mehr Zeit für mich auch mehr Wert fürs Unternehmen bringt, weil im Nachhinein betrachte ich die Situation bis an den Tag, an dem alles eskalierte, das wäre nicht mehr lange gegangen. Und dieser Moment, die Notbremse zu ziehen und dann wirklich die Sache zu eskalieren, bevor alles eskaliert, das war letztlich für mich diese große
dieser große Moment der Awareness. Und ich glaube auch das, was im Nachhinein vieles ermöglicht hat. Ich bin weiterhin total gerne in meinem Job. Ich habe weiterhin immer noch meine Me-Time. Im Moment verteile ich die eher so auf meine Abend- und Nachtstunden. Ich habe die Arbeit total gekürzt. Ich habe 2 Vormittage frei. Ich habe immer noch meine roten und gelben Kalenderstellen. Ich habe immer noch Mitarbeiter, die weiter über sich hinauswachsen. Und genau, ich habe vor allem ein sehr offenes Verhältnis zum Leadership-Team und zu meinem Chef über die Situation, wie es mir gerade geht. Genau, und das ist so meine Geschichte und meine Reise zu mehr Mieter. Ja, wir haben gedacht, wir fangen vielleicht mit der Story gleich an, weil sie ja ein bisschen lebendig im Prinzip das beschreibt, was wir ansonsten auf ganz vielen Folien erstmal rüberbringen hätten müssen. Und gleichzeitig zeigt es etwas, oder die zwei Geschichten zeigen eigentlich auch, wie unterschiedlich das sein kann. Und am Anfang, als wir uns unterhalten haben, haben wir gedacht, ja, ist schon irgendwie was anderes. Und je länger wir uns darüber unterhalten haben, haben wir eigentlich gemerkt, ja doch, nee, das sind die gleichen Elemente. Das ist das, was sozusagen Führungskraft ausmacht. Und das ist das, was uns dazu bewogen hat, halt in ganz unterschiedlicher Art und Weise halt eine Auszeit zu nehmen. Und deshalb wollen wir es für euch nochmal ein bisschen, oder deshalb haben wir es für euch nochmal ein bisschen runtergebrochen und haben gesagt, ja, was sind denn jetzt die Punkte, warum eigentlich gerade so eine Führungskraft oder warum gerade ein Leadership Sabbatical so viel wert sein kann? Wir haben es mal hier an den 6 Punkten, das ist jetzt, muss jetzt nicht vollständig sein und so weiter, aber ich glaube, das bildet schon mal ganz gut die Bandbreite eigentlich ab, die gerade für uns als Führungskraft einfach wichtig ist und wo letztendlich wirklich auch wir uns ja in gewisser Weise verlieren können. Und der erste Punkt ist natürlich einer der entscheidendsten: Identität, die Werte und das Selbstwert. Also die Frage, bin ich eigentlich in Synchronisation mit meinen Werten oder habe ich mich aufgrund der Speeds, den man da, sage ich mal, gerade vorlegt, eigentlich mich selbst überholt? Kann ich eigentlich noch richtig einschätzen, ob ich die Werte, oder ob ich die Dinge, die jetzt passieren gerade, ob ich die eigentlich wirklich noch mittrage oder habe ich gar nicht mehr die Zeit dazu und das Leben geht weiter und die nächste Eskalation kommt und es bildet sich im Prinzip eine wertlose Hülle sozusagen, in der man dann einfach nur noch funktioniert. Genau, ein weiterer sehr wichtiger Punkt als Führungskraft, den habe ich zumindest erlebt und auch Dominik hat ja da einiges beschrieben davon, ist, dass man einfach anfängt, in gewisser Weise eine Symbiose mit seinem Job einzugehen. Das heißt, man schöpft daraus einen Wert, sich um Dinge zu kümmern. Und es gibt Leute, die auch sagen, hey, das machst du gut und ist ja ganz toll, dass du die Leute da mitnimmst und so weiter. Und davon zieht man dann auch wieder Mehrwert. Und so realisiert man eigentlich gar nicht, oder deshalb kommt man eigentlich in so einen Punkt, wo man sagt, hey, es hängt so viel an mir. Und man realisiert gar nicht, wie gut es ist, eigentlich zu erkennen, hey, es wäre doch echt gut, wenn auch jemand anders den Job oder es kann auch jemand anders diesen Job machen. Es liegt nicht an mir. Und zu dieser Erkenntnis sozusagen zu kommen. Und besonders, ich meine, ihr könnt euch das selbst mal testen. Also ich habe es gemerkt, dass wenn ich ungeplant weg bin, zum Beispiel krank war oder, sage ich mal, irgendeine Eskalation war und ich hin musste, wie lange und wie leicht fällt es mir, Dinge zu übergeben? Ist es etwas, wo ich sage, hey, ich rufe kurz durch und sage, ich bin heute nicht da, macht mal. Oder ist das eigentlich, dass ich erstmal eine halbe Stunde sitze, um zu gucken, wie kann ich was verschieben, was ist jetzt wichtig, wer kann was machen? Und dann telefoniere ich noch eine halbe Stunde mit anderen Leuten, um für einen Tag eigentlich, sag ich mal, das Notwendigste zu klären.
Der zweite Punkt finde ich auch extrem spannend, das Thema Persönlichkeit. Also zu gucken, wer bist du eigentlich über die letzten Jahre geworden oder wo bist du gerade auf dem Weg dorthin? Hat sich die Persönlichkeit bei dir verändert? Und ich habe das hab's ja so ein bisschen auch angesprochen. Bei mir ist eine Unzufriedenheit entstanden, eine Dünnhäutigkeit, etwas, wo ich, sag ich mal, auch leicht genervt sind, wo ich auch angefangen habe, ja, über andere dann auch nicht gut zu reden, schlecht zu reden, weil es mich einfach genervt hat. Genau, und auch da kann man gucken, warum, also fühlst du dich in letzter Zeit irgendwie genervt, demotiviert, erschöpft? Und warum kommt das eigentlich? Und komme ich eigentlich zu diesen Gründen? Warum es mir so geht, wie es mir geht? Oder ja, bin ich da eigentlich zu weit weg und ich finde eigentlich gar nicht den Weg zu mir? Und dann natürlich auch die Frage, was möchtest du verändern? Also wo willst du dich hin auch entwickeln als Persönlichkeit? Gerade als Führungskraft kommt es natürlich auch einher, dass man auch ja, mit der Persönlichkeit eigentlich wachsen muss, mit den Aufgaben wachsen muss, auch als Person. Und die Frage ist, wie viel Zeit hast du dazu, das auch aktiv zu gestalten? Der dritte Punkt ist Emotionen. Auch da kann man sich fragen, wie gut kannst du dich erholen? Und das könnt ihr ja auch für euch mal durchgehen. Wie lange braucht es eigentlich, damit ihr, sag ich mal, wirklich zur Ruhe wieder kommt, wieder ausgeglichen seid? Ja, wenn das mehr als ein Wochenende ist oder ihr sagt ja, in diesem Zustand war ich schon sehr, sehr lange nicht mehr, dann ist es halt etwas, wo man sich einfach drum kümmern muss, um diese Regulation, weil so oder so wird das auf euch zurückkommen. Daher ist es, glaube ich, wichtig zu lernen, zu verstehen, warum man, wie man mit Emotionen umgeht und warum bestimmte irrationale Entscheidungen und Aussagen man trifft. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich kenne das sowohl bei mir als auch bei anderen Führungskräften, dass man manchmal denkt, okay, diese Entscheidung, diese Aussage, die war jetzt irgendwie irrational. Ne? Also da wurde jetzt ein Punkt gesetzt, wo eigentlich ein Komma hinkommt oder da ging es irgendwie nicht weiter und da halt zu gucken, okay, wie kann man seine eigenen Emotionen lernen zu regulieren, sodass man wirklich auch in dieses in diese Führungsrolle, in die Führungsaufgabe sozusagen auch wieder reinkommt und auch das wieder so wahrnehmen kann, wie es eigentlich sein muss. Der nächste Punkt, die Arbeitsweise, ist auch extrem spannend zu sagen, wie viel Energie bringst du eigentlich zur Arbeit? Ne? Also ist es etwas, wo du sagst, dass du bist da im Prinzip im Autopilot-Modus, oder du, wenn jetzt noch was obendrauf kommt, dann ist es zu viel, dann falle ich um. Also wie robust, wie resilient kannst du eigentlich auch darauf reagieren, auf andere Sachen? Und merkst du vielleicht auch Erschöpfungsmerkmale, sowas wie bei Schlaf, bei Ernährung und so weiter, ne? Also Punkte, wo man, sag ich mal, jeder ganz auch im Innersten weiß eigentlich, hey, das ist jetzt gerade nicht gesund. Ne? Wie viel Energie bleibt dir da eigentlich noch? Ne? Und dann natürlich auch die Frage, wie effektiv bist du als Führungskraft? Bist du da on track? Also hörst du wirklich zu oder erwischst du dich eigentlich immer wieder mehr, dass du immer mehr redest, weil die Leute es immer noch nicht verstanden haben, dass du anfängst, mehr selbst zu machen, weil es doch im Zweifel schneller geht, als Leute zu empowern? Neigst du manchmal zum Micromanagement, anstatt Punkte zu delegieren, Aufgaben zu delegieren? Und arbeitest du wirklich in der Rolle, die das Unternehmen jetzt braucht? Oder bist du, sage ich mal, in der Abarbeitung von Aufgaben, in der Reaktion, anstatt in der Aktion?
Und für dich selbst kannst du auch fragen, wie oft bekommst du Feedback, wie oft holst du dir auch aktiv Feedback ein und wie gelingt es dir, das anzunehmen und umzusetzen? Also wann hast du das letzte Mal wirklich jemand dir etwas zum Beispiel Kritisches gesagt und du das durchdenken hast können und gemeinsam mit einem Coach oder sowas das dann wirklich auch umsetzen können? Genau, dann das Thema Entscheidungen. Hast du Zeit, deine Entscheidungen zu reflektieren? Also wir als Führungskräfte sind wir nun mal in der Rolle, auch schnell Entscheidungen zu treffen und uns ist es ja allen auch klar, wir werden auch falsche Entscheidungen treffen, wir werden Entscheidungen auf Grundlagen treffen, die wir ja falsch eingeschätzt haben oder dessen Wissen wir nicht hatten. Und deshalb ist es umso wichtiger eigentlich im Nachhinein zu reflektieren, wonach treffe ich Entscheidungen und dann beim nächsten Mal halt eine Entscheidung vielleicht anders zu treffen oder vielleicht eine Frage nochmal zu stellen, um dann eine bessere Entscheidung zu treffen. Und natürlich auch die Frage, wie konsistent bist du in deinen Entscheidungen? Das hängt auch wieder mit den Emotionen zusammen. Also hast du eine klare Linie, wo du auch als Führungskraft auch den Mitarbeitern eine Linie vorgeben kannst? Oder ist es eine Entscheidung, wo du sagst, hey, treffe ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus, einfach weil es von mir gefordert ist? Und dann natürlich auch die Frage, die wir gerade uns als als Führungskräfte immer wieder stellen müssen, weil es eben dann auch skaliert auf die anderen Mitarbeiter ist, befasse ich mich eigentlich mit den richtigen Entscheidungen? Also arbeite ich wirklich an den wirklich wichtigen Dingen und auch an den wichtigen Entscheidungen? Oder bin ich Inbox-getrieben, wenn jemand sagt, hey, du musst jetzt entscheiden, rot oder schwarz, und dann wähle ich eins davon? Und kannst du im Prinzip unterscheiden, welche Themen sind jetzt wirklich wichtig, welche Themen nehme ich ganz bewusst auch raus, welche de-scope ich, welche gebe ich auch in die Führung anderer Mitarbeiter, um dort dir wirklich mehr Freiheiten zu schaffen, wirklich auch an dem Wichtigen zu arbeiten. Und dann natürlich auch die Perspektive, also wo gewinnst du neue Perspektiven, wo hinterfragst du deine Modelle, und wo kannst du neue Perspektiven mit einbringen? Wo gewinnst du Inspiration oder versackt sozusagen all die Inspirationen in deinem Notizbuch und du kannst sie eigentlich gar nicht umsetzen? Und dann natürlich auch die Frage, welche Perspektiven hast du auf Vergangenes? Wo leitest du Sachen für die Zukunft ab? Also da die Frage, wie kann ich eigentlich neue Perspektiven gewinnen? Und ich möchte das jetzt nochmal so ein bisschen in zwei Richtungen sozusagen sagen, warum ist das Sabbatical sinnvoll für die Führungskraft? Vieles davon haben wir jetzt schon gesagt, das werde ich nochmal kurz zusammenfassen. Und dann aber auch nochmal zu gucken, das, was Dominik auch gesagt hat, warum ist auch so ein Sabbatical für Führungskräfte, gerade für Unternehmen, so sinnvoll? Also nochmal kurz zusammengefasst, für Führungskräfte, Werte und Achtsamkeit, eine Klarheit darüber zu bekommen, was sind meine eigenen Werte und worin spiegeln die sich wieder? Kümmere ich mich wirklich auch um meine Mitarbeiter? Sind die mir wirklich wichtig oder sind die Arbeitsmenschen und ich manage sozusagen die Arbeitskraft? Die Persönlichkeit und eine Klarheit zu gewinnen, also Zeit für mich zu haben, Zeit für die Persönlichkeit zu entwickeln, eine Klarheit über die eigenen Werte, über die eigenen Ziele auch unabhängig sozusagen von Unternehmen, also auch meine persönlichen Ziele und dann aber auch eine klare Kommunikation zu haben der Ziele. Energielevel wieder richtig auftanken, wieder richtig auffüllen den Tank. Auch zu lernen, was sind meine Energiekiller und was sind meine Energiespender und damit umzugehen. Lernen, wie ich als Führungskraft für mich in erster Linie auch selbst sorgen kann und wie ich natürlich dann damit auch mir Headspace im Prinzip erarbeite, um mich dann wieder auch wirklich für meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiter auch offen und ehrlich auch zu kümmern.
Neue Perspektiven und Erfahrung, genau, neue Modelle lernen, das hatte ich gerade gesagt, aber auch die Fähigkeit des Hinterfragens auch immer wieder aufzubauen. Und dann auch eine Neuausrichtung und neuen Rhythmus, also zu gucken, auch eigene Rituale, eigene Gewohnheiten aufzubauen. Das, was Dominik auch mit dem Kalender zum Beispiel gesagt hat, hey, was hilft mir da? Welche Gewohnheiten helfen uns auch als Team? Und dort halt eben auch Mitarbeiter zu helfen, ja, auch eigene Gewohnheiten auch aufzubauen. Genau, jetzt die andere Perspektive, zu sagen, warum ist eigentlich so ein Leadership Sabbatical für ein Unternehmen auch super sinnvoll? Der Klassiker ist ja, der gute Fachexperte kommt in eine Führungsposition und es endet oft in schlechter Führung, in Micromanagement, weil er halt nie verstanden hat, was es eigentlich heißt, Menschen zu führen, anstatt ihnen zu sagen, wie man Dinge macht. Und das heißt also, dort Führungskräfte die Möglichkeit zu geben, auch in ihre neue Rolle reinzuwachsen. Und gerade eben dieser Sprung von einem Fachexperten zu einer Führungskraft, der ja, beinhaltet halt so viel an Denkprozessveränderungen, an wirklich auch Hinterfragen, auch Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, dass dafür einfach Zeit braucht und dass Unternehmen sehr gut daran tun, Führungskräften dort diese Zeit einzuräumen, denn erst dann werden sie wirklich zu Führungskräften. Ansonsten ja, kommt es eben dazu, dass es zu schlechter Führung, zu vielleicht auch Eskalationen und so weiter. Dann auch von der anderen Seite gedacht, zu sagen, hey, wenn Führungskräfte zeitweise mal rausgehen, dann haben andere Führungstalente auch die Möglichkeit, sich mal auszuprobieren. Also auch wirklich die Chance zu haben, nicht zu sagen, okay, willst du jetzt diese Rolle? Und wenn ja, dann bist du da voll drin. Sondern wirklich die Möglichkeit haben, sich eben auch auszuprobieren, weil oftmals eben Ausbildungsprogramme auch fehlen. Und so können halt Leute sich ausprobieren, sie können neue Skills erarbeiten und sie können dann eben auch relativ leicht oder man kann relativ leicht gemeinsam zu sagen, hey, das war ein Versuch, ich habe mich in der Rolle ausprobiert, das ist, glaube ich, nicht das, was ich will und ich gehe wieder in meine alte Rolle zurück. Der Weg ist viel, viel einfacher, als wenn jemand alle, ja, in dem sich die Organisation umbaut und man dann im Prinzip die Rolle rückwärts wieder machen muss. Dann natürlich auch der Stresstest für Organisationen, also zu sagen, ja, was passiert denn, wenn mir jetzt wirklich mal Leute, wirklich mal für eine längere Zeit krank sind oder mal reduzieren müssen oder so. Zu sagen, hey, wo habe ich eigentlich Abhängigkeiten von einzelnen Mitarbeitern, die für mich als Organisation auch kritisch sind, weil auch wenn der Mitarbeiter sich anders orientiert, ich dann halt vor Problemen stehe. Und wenn ich dort halt sage, hey, ich reduziere jetzt diese Abhängigkeiten in einer Auszeit einfach mal für eine gewisse Zeit, dann kann ich Übergangslösungen machen und ich kann halt auch selbst als Unternehmen die Möglichkeit halt zu adaptieren und mich letztendlich auch als Organisation weiterzuentwickeln, also Aufgaben neu zu verteilen, Aufgaben zu delegieren, Silos zu reduzieren, und letztendlich, schlussendlich auch die Selbstorganisation zu fördern. Nämlich das, was, ich weiß nicht, Dominik, ob du es gesagt hast, aber in dem Vorgespräch hast du gesagt, dass einfach viele Aufgaben auch an das Team auch gegeben sind, ne, und die daran gewachsen sind, die sozusagen sich auch selbst weiterentwickelt haben, was wahrscheinlich sonst nicht so schnell passiert wäre, wenn überhaupt. Und letztendlich natürlich auch, ist es eine sehr, sehr große Vertrauensmaßnahme. Und ich glaube, das hat man gerade auch bei Dominik's Story gehört, auch wie das diese Vertrauen sozusagen zwischen Führungskraft und dann auch ihm einfach dazu geführt hat, dass das Band einfach auch viel, viel enger ist und dass man sich aufeinander verlassen kann. Und auch wenn das sozusagen immer im Raum steht, deshalb habe ich es ganz unten sozusagen auch nochmal hingeschrieben, ne? Wenn es denn wirklich dazu führt, dass jemand nach einer Auszeit nicht mehr zurückkommt, dann gibt es auch Gründe dafür, denke ich, ne? Und dann ist es letztendlich auf lange Sicht auch besser,
für beide Parteien. Ja, zum Abschluss wollen wir nochmal so ein paar Beispiele einfach, und da haben wir jetzt ganz bewusst auch mal ganz weit gedacht. Das ist bei Weitem nicht vollständig, und einfach nur ein paar Anregungen, was das sein könnte. Da könnt ihr sehr gern noch ergänzen, was ihr vielleicht auch als aus eurer Erfahrung heraus habt. Genau, wir haben einfach mal 6 zusammengetragen. Also wer das kennt, die Think Weeks. Ansonsten kann ich sehr empfehlen, die Dokumentation, ich glaube, es sind 6 Folgen oder so, über Bill Gates, der Mensch, auf Netflix. Da geht es unter anderem eben auch um die Think Weeks, die Bill Gates für sich macht, wo er sich wirklich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, glaube ich, zurückzieht zum Lesen, zum Denken, zum Neuorientieren. Das ist sicherlich eine spannende Auszeit, aber auch sowas wie Wege, die zu einem selbst führen. Und da ist ja ganz bekannt sozusagen der Jakobsweg. Das heißt also, ein Weg zu laufen, wo man dann auch auf die Essenz sozusagen des Lebens dann manchmal zurückfällt, nämlich eine Etappe zu schaffen, zu schlafen, zu essen, keinen Sonnenbrand zu bekommen, keine Blasen an den Füßen und so weiter. Und dass man dadurch auch nochmal ganz neue Perspektiven einfach daraus kommt, was wichtig ist, und ein Stück weit in sich selbst auch reinzuhören. Dann, was auch immer mehr kommt, sind so Social Sabbaticals, also dass Leute wirklich auch sagen, hey, ich habe jetzt einen Job, wo ich in einem Startup, keine Ahnung, oder in einem Corporate eine Aufgabe habe, wo ich vielleicht gerade im B2B-Bereich, wo ich so ganz weit weg bin von irgendwelchen Usern und sage, hey, was hat meine Arbeit eigentlich wirklich für eine Auswirkung? Und dort halt wirklich ein Sabbatical zu nehmen, wo man sagt, ich möchte wirklich jetzt nochmal etwas Gutes tun, ich möchte etwas vielleicht zurückgeben von dem, weil es mir selbst so gut geht, oder weil ich eben auch merke, hey, ich habe so viel mit Menschen, mit Computern, mit Dingen zu tun, ich möchte wieder mehr mit dem Mensch an sich zu tun haben. Dann gibt es die Retreats, und die können natürlich auch in diversen Arten und Weisen, auch in unterschiedlicher Länge im Prinzip sein. Also eine Zeit für eine Reflexion, für Neuorientierung, auch für eine Entscheidung. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Wir haben uns hier als Haus ein bisschen drauf spezialisiert, dass genau dafür Leute hierher kommen können. Und ich fand es total spannend, mich mit Leuten zu unterhalten, die halt wirklich gesagt haben, hey, ich bin jetzt dieses Wochenende da, um eine Entscheidung zu treffen und halt mich mit der Entscheidung zu befassen. Ich möchte unterwegs sein, ich möchte mich reinhören und so weiter. Und genau, also das ist ein sehr, sehr spannender Teil, den man auch gut quartalsweise machen kann oder auch immer wieder gut irgendwo unterbekommt. Ja, so das eher Klassisches, also das, wie es sehr, sehr früher, wie es vom Frühjahr kam, das Forschungssemester, eben wirklich Zeit für neue Perspektiven, wirklich mal eine neue Branche reinzuschnuppern, eine Weiterbildung zu machen, was Kreatives zu machen, irgendwas, was Neues zu lernen, sich zu hinterfragen. Und dort in konkreten Projekten oder aber auch Zielen, die man sich stellt, dann aktiv zu werden. Und letztendlich der Klassiker schlechthin, den man mit Sabbatical, glaube ich, auch verbindet, der jetzt auch mal so ein bisschen als Platzhalter ist, einfach für das Thema auch einfach mal rauskommen, einfach mal Gänge runterschalten, vielleicht aber auch neue Perspektiven gewinnen mit neuen Kulturen, neuen Ländern kennenlernen, den Horizont erweitern, eine Reise, Weltreise, wie es auch immer ist, einfach mal ein Standortwechsel sozusagen, also nicht nur aus dem Arbeitsleben auszubrechen, sondern wirklich auch einmal Auszeit mal aus dem sozialen Kontext in Deutschland oder in Europa. Genau, zum Schluss
wollen wir euch noch ein paar Dinge mitgeben, die so, ja, die man einfach mal für sich bewegen kann. Die sind auf der einen Seite praktisch und auf der anderen Seite, glaube ich, schon auch herausfordernd. Der erste Punkt, mach dich selbst bereit. Ne? Also das heißt, wenn du merkst, das Thema löst irgendwas bei dir aus, ne, dann fang dich an, damit zu beschäftigen. Bei mir hat es einfach wirklich ein paar Jahre gedauert, wo ich mich immer wieder auch damit beschäftigt habe, wo auch manche Möglichkeiten sich mal ergeben haben, dann aber auch wieder klar war, nee, das ist jetzt nicht dran. Aber ich habe angefangen, damit mich zu beschäftigen und auch dran zu bleiben, in Austausch mit anderen zu gehen, Möglichkeiten zu schauen. Genau, und dann auf irgendeine Art und Weise immer an dem Thema dran zu sein. Dann der zweite Punkt, mach dich auf ins Ungewisse. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir in unseren Geschichten auch rübergebracht haben. Wir hatten eben nicht den Masterplan, dass wir genau wussten, wo wir rauskommen, sondern dass das im Prinzip Teil der ganzen, dass das schon Teil des Sabbaticals ist, eben sich eine Reise ins Ungewisse zu machen, ne? Auch sich verletzlich zu machen oder sich seinen Ängsten oder seiner Persönlichkeit zu stellen, ne? Und zu sagen, ich möchte was verändern. Genau. Und dann lasst einfach auch gucken, wie sich das ein Stück weit ergibt. Oftmals starten auch, das habe ich bei mir auch gemerkt, man startet in Sabbatical mit bestimmten Vorstellungen und währenddessen ändern sich einfach Sachen auch und das ist ja auch gut so und das soll auch so sein. Dann mach es zu deiner Priorität. Also zu gucken, kümmere dich darum, sei aktiv, gib dir auch Zeit, wirklich das Sabbatical auch vorzubereiten, aber jetzt nicht zu überplanen. Genau, es braucht einfach Zeit und bis sich sozusagen auch ein neuer Rhythmus entwickelt. Ne? Also auch das ist ein Unterschied zwischen, sage ich mal, vielleicht jetzt einfach ein verlängerter Urlaub. Also Sabbatical oder die Wirkung eines Sabbaticals tritt eigentlich dann ein, wenn sich ein neuer Rhythmus eigentlich entwickeln kann. Und das braucht einfach seine Zeit. Und als letzter Punkt, mach es zu deiner Zeit. Und das ist jetzt wirklich in dieser Doppeldeutigkeit auch gemeint. Ne? Also jeder Mensch ist wirklich unterschiedlich. Und wir haben jetzt versucht, einfach ganz unterschiedliche Anregungen auch zu bringen. Und aber da muss auch jetzt, vielleicht ist etwas, nichts für dich dabei und du merkst trotzdem, Sabbatical ist trotzdem spannend für mich. Ne? Dann finde heraus, was ist es, was dich bewegt oder wo du eine gewisse Unruhe vielleicht dann auch verspürst. Und manchmal ist es vielleicht aber auch noch nicht dran. Ne? Und dann wieder sehr plötzlich. Also das heißt, also begib dich da auf den Weg und dann behalte auch den Fokus darauf und lass dich nicht zu schnell wieder vom Doing ablenken. Also das habe ich gemerkt und ich glaube, Dominik wird mir auch zustimmen. Man ist immer in der Versuchung, doch wieder schnell in die alten Muster reinzukommen, einfach weil man die gut kann auch, ne? Weil man das lange gelernt hat und man doch zu schnell vergisst, welche Auswirkungen das hat. Genau. Wir hoffen, dass wir da so ein paar Anregungen einfach treffen könnten und sind jetzt super, super gespannt für den Austausch. Also sind beide eigentlich reingegangen in das ganze Thema zu sagen, hey, am meisten profitieren wir eigentlich auch vom Austausch untereinander auch, von dem Hören, was der andere erlebt hat, von dem Weiterspinnen auch für das eigene Sabbatical. Da sind wir jetzt auch super gespannt darauf, auf eure Fragen. Aber auch, wenn ihr auch Sachen erlebt habt, sehr bitte sehr, sehr gerne ergänzen. Damit ein bunter Blumenstrauß wird. Und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen lieben Dank.